Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und diesmal zu meinem, glaube ich, allerersten Review hier wirklich im Vlog. Wir haben schon ein paar Mal Rucksäcke miteinander verglichen, aber so ein wirklich richtiges Review-Video oder ein What's in my bag, darum geht es heute, habe ich hier auf YouTube noch nicht gemacht. Ich habe auf Instagram gefragt, hey, habt ihr mal Bock zu sehen, was ich so immer dabei habe auf so einer Reise? Gerade bevor ich nach Kanada geflogen bin, hatte ich das gemacht und ganz viele von euch, es waren Hunderte, die haben Ja gesagt. Und ich habe mir vor Kanada diesen neuen Rucksack gekauft. Vorher war ich mit einem Rucksack von Manfrotto für ungefähr ein Jahr unterwegs. Das war der spezielle Drohnenrucksack für die DJI Phantom 3. Die habe ich so vor einem Jahr, anderthalb Jahren, bin ich die noch geflogen. Seit Februar habe ich die DJI Mavic. Und habe die dann auch immer in dem Manfrotto mit dabei gehabt. Zwischenzeitlich bin ich auch mit dem Tatonka Storm, zum Beispiel in Costa Rica, unterwegs gewesen. Hat auch wunderbar funktioniert, ist aber immer so ein bisschen schwer, so einen normalen Rucksack zu haben, wo man halt immer erst alles rausholen möchte. Wenn man zum Beispiel die Drohne ganz unten hat, da muss man erst die ganze Kamera rausholen und dann erst die. Das war ein bisschen schwer vom Zugang her. Aber an sich fand ich den Storm von Tatonka einen sehr, sehr coolen Rucksack, weil der halt schön am Rücken lag. Das tut der jetzt nicht 100%, weil er sehr schwer ist. Das war bei dem Manfrotto auch nicht so der Fall. Aber was diese zwei Rucksäcke haben, der Manfrotto und der, das ist von GlobalPro, einem Unternehmen, mit dem ich noch nie gearbeitet habe. Ich habe den Rucksack gekauft, selbst gekauft und heute zeige ich euch einmal, was ich so dabei habe. Ich finde die eigentlich diese Ecke. Ich finde das hier extrem cool. Ich finde das hier auch sehr, sehr bequem. Sind sie jetzt noch ein bisschen höher. So. Und zwar ist das der GlobalPro ProTactic 450 AV. So heißt er. Und das ist ein recht neuer, der ist gar nicht mal so lange online. Ich habe auf jeden Fall den letzten bei Amazon bekommen. Keine Ahnung, ob es mittlerweile ein neues Kontingent gibt. Es war ein bisschen schwer, den wirklich zu bekommen. Und der ist sehr, sehr schwer. Ich hatte auf der Reise jetzt nach Kanada, wurde der gewogen. Und das waren 13 Kilo. Also für Handgepäck ein bisschen zu viel für manche Airlines. Aber als die Frau gesehen hat, was ich alles hier drin habe, hat sie gesagt, ist okay, dass du das nicht aufgibst, kann ich sehr gut verstehen. Und was hier jetzt drin ist, das zeige ich euch jetzt mal. Und zwar das ziemlich Geile ist, ist, dass es hier ein Rückenfach, also quasi man kann den Rücken quasi komplett aufmachen, wie so ein Koffer quasi und dann eben von oben drauf zugreifen. Es gibt aber auch, was ziemlich spannend ist, Schnellzugriffe an jeder Seite. Zum Beispiel einmal hier habe ich ein großes Objektiv, das 300er von Canon. Sehr schwer. Und einmal hier, da habe ich die 1DX, allerdings ohne Objektiv gerade dran. So, wie das Ganze jetzt wirklich aussieht, zeige ich euch einmal ganz genau. Und jetzt schauen wir uns mal an, was hier drin ist. So sieht es auch aus, wenn ich unterwegs bin. Und zwar habe ich hier einmal, hier sind ein paar Sachen rumgeflogen. Und zwar habe ich hier einmal die Canon 1DX Mark II. Ein unglaublich geiles Ding, eines der geilsten Kameras, die es auf dem Markt eigentlich gibt. Dann haben wir hier einmal das 100 mm Objektiv von Canon. Ist ein Makroobjektiv. Ziemlich geil, wenn man gerne nah an Sachen rangeht. Ist eine Festbrennweite, also ziemlich cool. Habe ich jetzt ganz neu. Dann habe ich hier noch ein Objektiv, das 16-35 Objektiv, sehr geil, Weitwinkel für Landschaftsaufnahmen. Die meisten unserer Bilder entstehen mit diesem Objektiv. Und dann einmal, wie gesagt, oder schon gezeigt, das 300er. Das ist ziemlich geil. Machen wir mal ein bisschen auf.
kann man richtig nah ranzoomen, ist auch ein schwerer Oschi. Außerdem habe ich hier einmal Ladegerät für die Smartwatch hier von Huawei. Ist gerade aus, langer Flug gehabt, gestern entsprechend nicht aufgeladen. Dann einmal hier Eschenbach Optik Fernglas. Besonders jetzt in Costa Rica und Kanada war das sehr, sehr geil dabei zu haben. Dann habe ich hier einmal die DJI Mavic, eine der geilsten Drohnen, die es gibt, weil sie so klein und handlich ist. Hier zwei Akkus von der Mavic mit drin, die Fernbedienung für die Mavic, ein Adapter für viele, viele Länder, man so schön verschiedene Länder immer reinstopfen. Dann die GoPro Hero 5 Black. Hier Sennheiser Kopfhörer PXC 550. Sehr, sehr geile Kopfhörer. Dann hier von Sennheiser auch. Das ist das Ambio Smart Headset für den mittendrin Podcast. So, dann habe ich hier einmal Etui für SD-Karten. Dann habe ich hier einmal ein Etui für Compact Flash-Karten. Ladekabel für die 5D, mit der ich das filme. Einmal hier die Fernbedienung für Langzeitaufnahmen, Zeitrafferaufnahmen von Canon. Funktioniert auf beiden Kameras. Da habe ich noch ein paar Akkus. Ich habe 4 Akkus für die 5D und dann habe ich hier noch für die GoPro einen Stecker. Genau, so viel dazu. Dann habe ich hier noch ein Kartenlesegerät, ein Kindle. Hier habe ich Propeller für die Drohne, sonst dann noch den Laptop hier drin und über der Drohne habe ich sonst mein Ladekabel für den Laptop noch neben dem Fernglas von Eschenbach. Ja, sonst ist das eigentlich alles, was ich so dabei habe auf meinen Reisen. Wie gesagt, 1, 2, 3, 4 Objektive, die 5D mit dem 24-70mm Objektiv, die habe ich immer in der Hand, immer. Die 5D, die kommt nie hier rein. Und was noch fehlt, ist meine externe Festplatte. Ich habe immer eine 2TB Festplatte, die ist auch noch hier mit drin. Die ist ein bisschen scharf. Ich hätte hier so ein bisschen ein Loch reingemacht, die eine Ecke. Und auch hier in die 5D sehe ich gerade, dass sie hier so ein bisschen den Schutz abgekratzt hat. Bei der 1D meine ich. Ein bisschen doof bei so einer sehr teuren Kamera. Das ist mir gerade aufgefallen bei dem Video. Dieser Rucksack ist total klasse. Wie gesagt, der Tragekomfort ist vielleicht nicht so der Wahnsinn. So, ja, das war also ein kleiner Review. What's in my bag? Was ist also, was ich so in meinem Handgepäck dabei habe? Das ist auch wirklich alles, was ich jetzt zum Beispiel auch in Kanada mit dabei hatte. Ich habe gar nicht ausgepackt. Wir sind gestern Nacht erst angekommen. Entsprechend war noch wirklich alles drin. Das Einzige, was fehlt, ist wie gesagt die externe Festplatte, Laptop und das Aufladekabel für den Laptop. Das ist sonst auch noch mit hier drin. Und wie gesagt, die 5D mit dem Objektiv und dem Mikro, das ist ab und zu auch noch hier drin, oftmals aber auch auf der Kamera, habe ich immer in der Hand. Also hierfür ist auch kein Platz. Das Coole an dem Rucksack ist, falls ihr nicht so viel Technik dabei habt, wie ich zum Beispiel, oder auch Klamotten dabei haben möchtet, ist, ihr könnt diese Fächer auch, wie ihr wollt, zurechtschieben. Ne? Also ihr könnt die Dinge hier auch einfach rausholen. Ne? Und dann habt ihr ein größeres Fach, also es ist sehr, sehr flexibel und es kann, und ihr könnt es für euch quasi selbst anpassen. Also sehr, sehr geil. Funktioniert alles mit Klettverschlüssen. Also ich finde es eine total tolle Ergänzung für meine Reisen. Und ich werde ihn ab sofort auch jetzt öfters und länger mit dabei haben. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht gibt es auch noch andere Rucksäcke. Ich würde mich wahnsinnig freuen, mal von euch zu hören, was ihr für Rucksäcke dabei habt, wenn ihr unterwegs seid. Geil an dem Rucksack ist halt auch noch außerdem, dass ihr Hüftgurte mit dabei habt. Da könnt ihr dann auch Sachen hier reinpacken. Und ihr könnt vorne, habe ich jetzt aber nicht dabei, noch verschiedene
Sachen dran machen. Ne? Also falls ihr mit einem Tripod reisen solltet, könnt ihr hier auch noch eine Tripod-Halterung dran machen. Ihr könnt noch eine Flaschenhalterung an die Seite dran machen, wenn ihr wollt. Also ihr könnt das Außending hier mit diesen Gurten hier individuell anpassen. Sehr, sehr geil. Sehr weit gedacht von Lowell Pro. Und ja, das war's. Unser erstes Review-Video hier im Kanal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mich würde auch wahnsinnig interessieren, was für Rucksäcke ihr dabei habt, wenn ihr unterwegs seid. Habt ihr auch solche funktionalen Rucksäcke wie von Lowell Pro oder Manfrotto oder was noch alles gibt? Hinterlasst gerne einen Kommentar dazu. Oder reist ihr mit anderen Rucksäcken, wie zum Beispiel einem vierjährigen Kranken? Die sind ja zum Beispiel total klein und leicht. Die kann man so super geil in den Rucksack, in den großen Rucksack, in den Tracking-Rucksack zum Beispiel reinpacken. Sind aber allerdings für den Tragekomfort überhaupt nicht gut, weil man da jeden Stein oder jeden Sandkorn oder jede Flasche, alles merkt man dann am Rücken. Wie gesagt, wenn euch was interessiert, hinterlasst gerne einen Kommentar. Und das war's für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bald wieder. Also, bis dahin wünsche ich euch alles Gute, eine wunderschöne gute Nacht, einen schönen Tag. Hinterlasst gerne einen Daumen nach oben, könnt ihr in der Ecke abonnieren, falls ihr neu dazugekommen seid. Und dann sehen wir uns die Tage wieder, hier oder von unterwegs. Bis bald und stay wild. Tschüss.